Auftakt zum Superwahljahr. Wie positioniert sich die FDP? Im Gespräch der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle. Herr Westerwelle, eine ganz frische Umfrage sagt, dass CDU und FDP bei der Bundestagswahl zusammen 50% erreichen. Am Anfang eines Superwahljahrs. Gibt so eine Prognose Mut? Stimmt sie optimistisch ein? Ja, das stimmt uns optimistisch, weil wir ja eine neue Regierung auf Bundesebene in diesem Jahr erarbeiten wollen. Natürlich ist es so, dass trotz der Sozialdemokratisierung auch der Union uns die CDU-CSU immer noch näher ist als SPD und Grüne. Und wenn die Wählerinnen und Wähler für eine stabile Regierung und für klare Verhältnisse sorgen wollen, nicht nur jetzt in den Umfragen Anfang des Jahres, sondern bei den Wahlen dann tatsächlich, dann würde uns das natürlich sehr freuen. Bei den Umfragen steht die FDP seit Jahren eigentlich glänzend da, zweistellig fast immer. Das ist ja für die FDP, gab es auch andere Zeiten, auch mal ein schönes Gefühl. Aber sie regiert inzwischen in vier großen Bundesländern mit, wahrscheinlich dann auch noch in Hessen, einem fünften. Ist die FDP, ist das die Machtbasis der FDP für die Bundestagswahl? Also erstmal müssen die Wähler natürlich in Hessen entscheiden. Ich hoffe, dass sie sich so entscheiden werden für eine starke FDP und eine stabile Regierung mit der Union. Und dass wir in den Ländern mittlerweile so erfolgreich sind, das ist natürlich auch ein guter Vorbote für die Bundestagswahl. Denn sollten wir es schaffen, auch auf Bundesebene in die Regierungsverantwortung zu kommen, haben wir auch gleichzeitig auf Länderebene im Bundesrat damit Rückendeckung und können deswegen auch eine vernünftige Politik, gerade für die Mittelschicht, gerade beim Thema Steuern, aber auch bei den Bildungschancen durchsetzen. Nun haben wir aller Voraussicht nach ein Fünf-Parteien-System auch im nächsten Deutschen Bundestag. Es wird also mit Zweierkoalitionen schwierig. Sind Sie offen für andere Optionen jenseits der Wunschoption mit der Union? Man ist niemals mit allem einverstanden, auch bei einer Partei. Und es werden auch selbst unsere eigenen Anhänger niemals mit allem einverstanden sein, was die FDP macht. Aber man muss doch wissen, welche Richtung eine Partei hat und welche Richtung unser Land nehmen soll. Und diese permanente Ausbeutung der Mittelschicht, das Steigern von Steuern, das nach oben Schrauben von Abgaben, man denke jetzt nur an diese katastrophale Gesundheitsreform, das muss eben umgekehrt werden, das muss wieder eine andere Richtung bekommen. Die Leistung muss sich wieder lohnen in Deutschland. Und wer arbeitet, darf nicht länger der Dumme sein in dieser Republik. Und deswegen wäre es auch gut, wenn es mit klaren Verhältnissen in der FDP, mit klaren Verhältnissen und der FDP eine gute neue Regierung gäbe. Nun sagen Sie zu Recht oder vielleicht auch nicht zu Recht, die CDU sei in der Regierung relativ sozialdemokratisch eingestellt. Kann man in einer schwarz-gelben Koalition darauf setzen, dass die FDP das auch durchsetzt, was Sie wollen? Ja, das kann man. Erstens einmal haben wir schon nach der letzten Bundestagswahl gezeigt, dass wir es mit unseren Wahlversprechen ernst meinen. Wir haben Wort gehalten. Wir sind nicht in eine Ampel gegangen, obwohl Herr Schröder und Herr Fischer uns damals eingeladen hatten. Und zum Zweiten sieht man ja auch gerade jüngst bei der neuen Regierungsbildung in Bayern, dass der Einfluss der FDP auch wohltuend sein kann. Die CSU hat jetzt 3 Jahre lang die Steuern erhöht. Auch Herr Seehofer im Bundeskabinett ist verantwortlich für 19, 20 Steuererhöhungen insgesamt. Aber seitdem er mit der FDP regiert, engagiert sich auch die CSU für Steuersenkungen. Also der Einfluss der FDP ist für die Bürgerinnen und Bürger recht wohltuend. Es scheint inzwischen eine Schlüsselrolle im deutschen Parlamentarismus wieder hineinzugeraten. Wie früher in den 70er Jahren sieht es so aus, als würde man die FDP auf jeden Fall brauchen. Für jede Art von Konstellation außer der Großen Koalition oder einer rot-rot-grünen Koalition. Macht Sie das selbstbewusst? Ich gehe gar nicht so sehr um das Thema herum, wer mit wem. Sondern ich mache mir viel mehr Gedanken darüber, was Deutschland wirklich braucht. Und wir wollen ja nicht in die Regierung, damit in der FDP einige was werden können. Sondern wir wollen in die Regierung, damit dieses Land wieder eine vernünftige, stabile Politik bekommt mit einer klaren Richtung. Wir sehen doch, dass sich die CDU, CSU und die SPD nur noch lähmen. Da kommt doch alle 2 Monate ein neues Paket zustande. Es ist nur noch klein-klein. Aber es ist nicht mehr der große Wurf. Und in großen Konjunkturkrisen braucht es eben auch einen großen Wurf und eine wirklich beeindruckende neue Politik. Und das geschieht derzeit nicht. Dass die CDU-CSU beispielsweise diese Erbschaftssteuerreform beschlossen hat, wo Geschwister, wo
auch Nichten und Neffen regelrecht enteignet werden, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und auch das ist etwas, was die FDP ändern wird. Brauchen wir eigentlich in dieser Krise ein Konjunkturpaket? Erstmal ganz allgemein gefragt. Ja, wir müssen wirklich mutig mit einem Strukturpaket auf diese Wirtschaftskrise antworten, sonst wird's eng und auch sehr ernst. Das Zögern der Regierung ist ja nicht nur politisches Spiel, sondern das kostet ja viele tausend Menschen ihren Arbeitsplatz, die nicht warten können, bis was geschieht. Und deswegen sind drei Maßnahmen aus Sicht der FDP machbar und auch zügig nötig. Erstens mehr Investitionen in die Bildung. Zweitens mehr Investitionen in die Infrastruktur. Dazu zähle ich ausdrücklich auch den Energiesektor. Das ist auch eine außenpolitische Frage, wie wir gerade sehen beim Russland-Ukraine-Konflikt. Und drittens ein niedrigeres, einfaches, gerechteres Steuersystem. Das wäre das beste Konjunkturprogramm für diese Republik. Das Konjunkturpaket 2 der Regierung, der Großen Koalition, hat das irgendeinen Punkt, an dem Sie sagen, das ist richtig, oder erscheint es Ihnen insgesamt wenig stimmig? Es ist ein bisschen das Zusammensuchen von einzelnen Punkten. Es fehlt die Linie, es ist in weiten Teilen sehr halbherzig. Aber wenn beispielsweise die Regierung sich wirklich darauf verständigen sollte, dass der Grundfreibetrag angehoben wird für die Familien, eben nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder, dann wäre es gut. Und ich werde der Erste sein, der, wenn Vernünftiges beschlossen wird von der Regierung, dem auch Beifall zollt und Respekt auch gibt. Aber bisher ist es doch sehr klein-klein und Trippelschritte. Es sieht ja auch eher so aus, als würde man die eine Entlastung vielleicht mit einer Steuererhöhung, zum Beispiel bei den sogenannten reichen Vermögenden, kompensieren. Empfinden Sie nicht, dass das Konjunkturpaket zum Teil eher Sozialpolitik ist, als wirklich konjunkturstützende Maßnahmen enthält? Also das, was im Augenblick uns als Konjunkturpaket von der Regierung verkauft werden soll, und das ist ja noch nicht fertig, es dauert ja und dauert und dauert, ist doch in Wahrheit auch viel Gesellschaftspolitik, viel Sozialpolitik und leider in die falsche Richtung. Also dass man beispielsweise in Deutschland schon den Spitzensteuersatz zahlen muss, wenn man 1,4 Mal so viel verdient wie der Durchschnittsarbeitnehmer, das ist doch nicht in Ordnung. Steuersenkungen, das ist das Markenzeichen der FDP programmlich. Mit welchen anderen Bereichen will die FDP im Wahlkampf auftrumpfen? Mit der Bildung, vor allen Dingen mit der Bildung. Das ist sowieso die entscheidende Antwort auf die Globalisierung. Und ich weiß, was das heißt, wenn einem das Bildungssystem, weil es durchlässig ist, auch einen Aufstieg ermöglicht und erlaubt. Und das wird immer schlechter in Deutschland. Also der Zusammenhang zwischen Bildungschancen eines Kindes und dem Geldbeutel der Eltern wird immer größer. Und das trifft wiederum die Mittelschicht ganz besonders, denn die können nicht mal eben ihre Kinder auf irgendeine teure Eliteschule in die Welt schicken, sondern die müssen die Löcher im Bildungssystem hier mit eigenen Mitteln stopfen, von der Nachhilfe bis zur Betreuung. Ein Dreivierteljahr Wahlkampf liegt vor Ihnen. Mit welchem Gefühl, mit welcher Stimmung gehen Sie eigentlich in die Zeit bis zum 27. September? Optimistisch für die FDP. Betrübt, dass wir noch Monate verlieren werden in Deutschland. Denn ich sehe schon, dass die anderen Regierungen in der Welt sehr viel schneller gehandelt haben. Natürlich ist nicht alles richtig, was Gordon Brown macht oder Präsident Sarkozy. Aber eins haben alle anderen Länder im Wesentlichen gemeinsam. Sie antworten mit einem großen Wurf, einer großen Lösung auf eine große Krise, während wir in Deutschland doch sehr noch im Mäusekino sind. Herr Westerwelle, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.